Freunde, willkommen mal wieder beim Holzheimwerker. Ich habe euch mal wieder was zu zeigen und mitzuteilen. Und zwar bin ich gerade dabei, für unseren Eingangsbereich bei uns im Haus ein paar Balken zu faken. Das heißt, die sind auf Gierung, das sind auf Gierung geschnittene Bretter, 19 mm. Die werden mit einem Lamello zusammengeleimt und dann erhält man optisch halt Balken abgerundet. Der Clou, was ich euch zeigen möchte, ist aber, meine Frau wünscht sich ein rustikales Aussehen von der ganzen Sache. Das heißt, ich möchte oder wollte die Bretter, die Balken bürsten. Also satinieren, wie man so sagt. So, jetzt gibt es natürlich die Profimaschinen. Makita schlägt irgendwo mit 500 Euro zu Buche. Die Festool sind noch teurer. Es gibt was mittendrin von... Die stellen eigentlich Rührer her, die Firma habe ich vergessen, grüne Schrift, schwarze Geräte, kostet irgendwo 200-300 Euro und es gibt die ganz billigen von Amazon. So, ich habe nur ein paar Sachen zu machen und ich weiß, dass das nicht mein tägliches Geschäft werden wird. Deswegen habe ich mich für die billige Amazon-Variante entschieden. Und zwar habe ich das Ding hier geholt. Das ist eigentlich gedacht zum Satinieren von Metall, Edelstahl und so weiter. Ich verlinke euch das unten, könnt ihr euch gerne anschauen. Ich war zuerst ein bisschen skeptisch, das ist eigentlich ja nur, ja, das ist eigentlich ein Winkelschleifer, auf dem eine längere Achse sitzt und da werden halt diese Walzen drauf befestigt. Ein kleiner Schutz und das war's. Und der Arm hier, der ist auch noch extra, ansonsten ist das eigentlich nur ein Winkelschleifer. Kostet irgendwas um 40-50 Euro mit der Walze hier. Und ich dachte, für das Geld kann man nicht viel falsch machen. Hab mir die bestellt, hab's mit der Walze hier probiert, kann man vergessen. Das ist die originale Walze, das ist so ein Vlies, macht sich überhaupt nicht. Und dann habe ich mir noch eine Nylonbürste bestellt, konnte man auch vergessen. Die hat mehr poliert, die hat das Holz poliert und nicht gebürstet. Und dann habe ich mir die Walze hier bestellt. Passen übrigens problemlos, also scheinbar, wenn die Breite stimmt und so weiter. Diese Achsgeschichte, das scheint immer hinzuhauen. Also ich habe da kein Problem gehabt. Ging gut. So, jedenfalls habe ich mir diese Walze hier bestellt. Kam nochmal 35 sowas Euro. Und das funktioniert jetzt. Das heißt, aus dem Holz werden bevorzugt die weichen Anteile, also das, was im Sommer gewachsen ist, wird herausgebürstet. Hier sieht man es besser. Wenn ihr hierher guckt, da wird das Helle wird rausgebürstet und das Dunkle bleibt etwas länger stehen, je nachdem, wie intensiv man das Ganze bearbeitet. Ich kann das eventuell mit der Kamera hier gar nicht so gut nachstellen. Ich probiere das nachher nochmal, damit ihr das sehen könnt, aber es ist ein bisschen schlecht zu sehen. Also jedenfalls sind jetzt die hellen Teile des Holzes tiefer weg und die dunklen Teile, das Winterholz, das bleibt stehen. Und das gibt dann halt so eine rustikale Optik. Und er sieht doch sehr natürlich aus. Wenn man genau hinguckt, sieht man, dass da irgendwas gemacht wurde. Aber ich sag mal, aus einer kleinen Entfernung sieht man es nicht mehr. Und so will ich das eigentlich haben. Wollte ich euch nur mal zeigen und euch erzählen, dass man nicht das Teure kaufen muss für unser Eins. Im Hobbybereich sozusagen. Ja, jetzt gucken wir doch mal, wie ich das Ganze praktisch mache. Hier ist mein, sage ich mal, Arbeitsaufbau, Versuchsaufbau. Maschine ist klar. Zwei Böcke. Und das Holz habe ich fixiert. Ich bürste zuerst den Teil, dann kommt die Zwinge hier drüben hin, dann bürste ich den Teil. Man muss immer sehen, die Maschine versucht das Holz hier reinzuziehen. Also die Bewegung geht nach hier, deswegen muss man das festzwingen, sonst fliegt einem das Ding durch die Werkstatt. Wichtig, nach meiner Meinung, eine Schutzbrille. Das hier sind Metallteile, wenn die wegfliegen und im Auge landen, sollte das sehr unangenehm enden. Staubmaske, weil Absaugen ist schwierig und hier kommt einiges an Staub zustande. Na gut, Ohrschützer sollte bekannt sein, dass die nicht schaden können. Ja, ihr seht, das ist relativ einfach, das Ganze. Was ich denke, was ich empfehle, ist, man muss Holz verwenden, was auch eine gewisse Maserung hat. Also vielleicht ist Buche da falsch am Platz. Das ist eine relativ glatte Geschichte.
Ich kann mir gut vorstellen, dass es mit Eiche gut funktioniert. Ist ein bisschen härter, dürfte etwas länger dauern. Kiefer auf alle Fälle, Fichte natürlich auch, hat noch mehr Äste, das gibt noch mehr Struktur. Und ja, noch ein kleiner Tipp: So ein Strickpullover ist nicht wirklich geeignet dafür. Da wird wohl bloß der Kompressor helfen, das Ganze wieder abzukriegen. Denkt an den Selbstschutz, an den Arbeitsschutz. Staub auf alle Fälle, das ist so ein Staub, der ist krebserregend, der ist zu fein, der ist feiner als irgendwelche Hobelspäne oder so, die sind ungefährlich. Aber in dem Fall, es sieht zwar blöd aus mit Maske, Brille und Mickey Maus, also Ohrenschutz, aber in dem Fall empfehle ich das dringend, weil man kann es nicht absaugen und dieser Staub ist so fein, dass der sich wie, das hat mal der Robert, der Küstenholz-Robert, der hat das mal sehr gut, der hat den medizinischen Hintergrund und hat das mal sehr gut erläutert. Das ist so, wie wenn ihr raucht, also eure Lunge wird dadurch richtig geschädigt. Deswegen Maske auf, kein Spaß. Ja, ich hoffe, ich konnte euch wieder mal ein bisschen was zeigen, was Neues zeigen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und natürlich über ein Abonnement freue ich mich auch. Und ansonsten bis später, gleiche Stelle, gleiche Welle.